Hallo sexy Menschen da draußen, heute für euch 10 Fakten über Oralsex. Platz 10. Jeder vierte Mann soll bereits versucht haben, sich selbst oral zu befriedigen. Meistens wahrscheinlich erfolglos. Nummer 9. Oralsex ist nicht gleich Oralsex. Bei Frauen spricht man richtigerweise von Cunnilingus und bei Männern von Fellatio. Platz 8. Laut einer Umfrage haben 90% aller Erwachsenen zwischen 25 und 40 Jahren mindestens schon einmal Oralsex gehabt. Nummer 7. Der Geschmack von Sperma lässt sich beeinflussen. Wenn ein Mann zum Beispiel Ananas isst, soll das sehr positiv sein. Zigaretten hingegen wirken sich eher negativ auf den Geschmack aus. Nummer 6. Fast 10% aller Frauen sollen laut einer Umfrage Oralsex ablehnen. Bei Männern sind es nur 3%. Platz 5. Das Risiko, sich beim Oralsex mit Geschlechtskrankheiten anzustecken, ist geringer als beim vaginalen oder analen Sex. Trotzdem kann man sich über kleinste Verletzungen im Mund, zum Beispiel auch beim Oralsex, mit HIV infizieren. Deswegen lieber auch beim Oralverkehr safer Sex betreiben, Freunde, entweder mit Kondom oder einem sogenannten Lecktuch. Nummer 4. Forscher haben herausgefunden, dass Sperma antidepressiv wirken kann. Das führte man auf die im Ejakulat vorhandenen Hormone Testosteron und Östrogen zurück. Platz 3. Laut einer Umfrage bekommen 84% der Frauen nur beim Oralsex einen Orgasmus. Der Kitzler wird beim vaginalen Verkehr nämlich häufig weniger stimuliert. Also Jungs, wenn eure Freundin sich mal wieder beschwert, dass bei ihr gar nichts passiert, dann probiert's mal damit. Nummer 2. Eine Studie zeigt, dass Männer eher bereit sind, ihre Frau oral zu befriedigen, wenn sie denken, dass Konkurrenz im Anmarsch ist und ihre Liebste vielleicht untreu werden könnte. Und Platz 1. Es gibt eine Spinnenart namens Darwins Rindenspinne. Die Weibchen dieser Art gelten als besonders aggressiv und wie bekannt ist, betreiben ja auch einige Spinnenarten Kannibalismus. Um die Agroweibchen also zu besänftigen, befriedigen die Männchen der Art die Weibchen oral. Flughunde und Affen betreiben übrigens ebenfalls Oralsex. Wie das wohl aussieht bei den Flughunden? Das war's, ihr könnt das Video natürlich gerne teilen, wenn ihr möchtet. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao!